Die Sicherheitsdienste nehmen den Karneval ernst. Da gibt es meistens nichts zu lachen. Bei einer Zusammenkunft von Bürgermeistern, Föderalpolizei, Polizeizone Weser-Gühl, Staatsanwaltschaft und Bezirkskommissariat in Eupen sind jetzt alle Vorkehrungen im Rahmen der Terrorwarnstufe 3 getroffen worden. Es wird auch von dieser Terrorwarnstufe 3 Rechnung getragen, so dass die Polizisten, die anlässlich Karneval hier bei uns für die Sicherheit unterwegs sind, jeweils zu zweit auftreten werden und auch mit sicheren Schutzwesten versehen sind. Ja. Seit vielen Jahren gibt es nach AGK-Angaben im Eupener Karneval keine Kostüme und Wagen, die provozierend wirken könnten. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass die Themen nicht die Religion betreffen. So liegen auch in diesem Jahr keine besonderen Anfragen für spezielle Motive vor. Wir wollen schon schauen, dass auch wirklich in diesem Jahr auf provozierende Kostüme, falls da irgendwas sein sollte, oder provozierende Schriftzüge, die vielleicht ausgebreitet werden sollten oder könnten im Zug, darauf soll auf jeden Fall verzichtet werden. Das möchten wir aber auch von der AGK. Wenn es da irgendwelche Vorkommnisse geben sollte, werden wir mit den Gruppen sprechen. Aber ich denke da auch, dass es von den Gruppen, da gab es keine Anfragen, da gab es auch nichts. Also ich bin mir auch sicher, dass es da auch keinerlei Probleme geben wird. In Kelmis wurden die Verantwortlichen des Karnevalskomitees bei einer Versammlung zum Thema Sicherheit informiert. Bei anstößigen Verkleidungen und Prunkwagen oder gar beim provokativen Maskentragen müssten die Karnevalisten gebeten werden, den Umzug zu verlassen, da es um die Sicherheit aller gehe, hatte es geheißen. Der Kelmiser Bürgermeister Louis Goebbels schwächte dem BRF gegenüber etwas ab. Wichtig sei, dass man Provokation vermeide. Den Karneval werde man locker angehen. Das Karnevalskomitee zeigte sich ein wenig verwundert über diese Lockerung. Wir hatten letzten Sonntag eine Sicherheitsversammlung gehabt, wo denn gewisse Wünsche vom Bürgermeister erörtert wurden, wo denn Maskierungen und gewisse Themen aus dem Zug herausgenommen werden sollten, die gestern Abend wieder ein bisschen abgeschwächt wurden. Trotzdem werden wir, weil wir ja immer Rosenmontagzug ein Thema betreffend den Anschlag hatten, ich bin Charlie, habe ich den Zugleiter beauftragt, nachzufragen, was da eigentlich gezeigt werden soll. Und dann treffe ich denn da in dieser Sache eine Entscheidung, ob diese Gruppe denn teilnehmen darf oder nicht. Und das Komitee nahm Kontakt mit dem Kelmiser Karnevalisten Marc François auf, der mit einer kleinen Gruppe das Thema Je suis Charlie gewählt hat. Ich bin kurz angesprochen worden, aber auch erst heute, morgen Vormittag, weil das Thema an sich, das angegeben hatte, war da auch keine Frage drüber. Und dann hat man mir nur gesagt, ah ja, das ist ja passend. Und jetzt hat man mich darauf angesprochen. Und ja, dann habe ich ein bisschen erklärt, was denn das Thema beinhaltet. Weil für mich, als ich das hörte, Charlie, ich bin Charlie, dann habe ich mich direkt damit identifiziert. Als Vollblut-Karnevalist, denke ich, ist das nicht anders wie angebracht, weil als wirklich der Ursprung oder die Ursprünge des Karnevals sind ja eigentlich wirklich Politiker, Obermächte, Machthaber oder so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen oder kritisch, humoristisch darzustellen. Das ist eigentlich einer der wichtigen Ursprünge des rheinischen, des ostbelgischen Karnevals. Und so habe ich Charlie Hebdo auch nur gesehen. Charlie Hebdo ist eigentlich so eine Zeitschrift, die auch sozialkritisch, humoristisch die Sachen darstellt. Also ist es genau für mich so, dass eigentlich jeder echte Karnevalist ein Charlie ist. Auch in Raren wird überprüft, ob die Wagen und Gruppen den aktuellen Anforderungen gerecht werden, wohl wissend, dass niemand sich für ein kritisches Thema entschieden hat. Das ist natürlich in dem Moment gleicher Fall und schauen, ob das Motiv in Ordnung ist. Dann soll man schon darauf achten. Und das wird jetzt natürlich mehr nachgehabt wie sonst. Das ist klar. Sie sollen nicht zu provokativ sein. Aber auch der Rest, das sind Absturzhöhen, Sicherung, die Räder sind, was ist da auf den Reifen los? Und dann kann man sagen, halt mal, nimmt man sich einen Fachmann mit und schaut danach und dann werden die Wagen freigeben. Alle waren sich einig, dass alle Vorkehrungen getroffen wurden, um dem Karneval den Platz einzuräumen, den er verdient. Denn die fünfte Jahreszeit sei ein Fest des Frohsinns und der Narretei. Daran werde sich nichts ändern.